Und das Match, das hat es natürlich auch in sich, ja. Dmitri Ovtcharov gegen Eduard Ionescu. Eduard Ionescu ist einer, habe ich zuletzt noch gesehen, in der Weltrangliste die Nummer 4 der Welt und spielt nächste Saison für den ersten FC Saarbrücken, ist für die zweite Mannschaft gemeldet, die ja jetzt dritte Bundesliga spielt. Aber die werden höchstwahrscheinlich alles daran setzen, wieder aufzusteigen. Dritte Liga Nord wird, ich glaube, ist es Nord. Da muss ich aber nochmal gucken. Oder sind die Süd? Muss ich nachher nochmal nachschauen. Aber es wollen halt, gerade in der dritten Bundesliga Süd, wollen viele hoch. Und ich muss auch sagen, da hat in das Spiel habe ich zwischendurch auch mal live reingeguckt. Ich weiß nicht, das ist einfach die ganzen jungen Spieler, gerade in den Top 5, die darfst du heutzutage nicht mehr unterschätzen. Guck dir einen Felix Lebrun an, der innerhalb von 1,5 Jahren also über 1000 war der ja und der ist jetzt Top 17. Top 17 und hat jetzt und hat ja da auch komplett abgeliefert, ja. Auch im Mannschaftsbetrieb, was ich da gesehen habe, gelesen habe, also spielerisch habe ich es noch nicht gesehen, aber was er da abgeliefert hat, mannschaftsmäßig, also einzelmäßig, das war Wahnsinn, ja. Der Typ, der ist 16, überlegt euch das mal, 16. Nicht 16, da habe ich gerade mal überlegt, wohin ich meine ersten Bewerbungen schreibe. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, man sieht auch bei dem Ionescu, der spielt ein Fortino. Das ist das die Fortino-Reihe bei Tipa wird bei Soulspin handgefertigt. Es gibt verschiedene Serien bei den Marken. Ich sage jetzt mal Andro, Donic, Tipa. Da gibt es verschiedene Serien, die werden bei Soulspin gefertigt. Soulspin ist glücklicherweise ja, ungefähr 10 Minuten von mir weg und produziert außerhalb von Japan die besten Hölzer in Europa. Ja, und diese Fortino-Reihe wird da quasi auch gefertigt. Dmitri Ovtcharov 2-0 vorne. Das sieht aber bisher. Boah, ich weiß auch nicht. Was sagt ihr zu der Kameraqualität? Ich meine, ich finde es gut, dass es relativ flach ist. Nicht zu weit oben, nicht zu weit weg. Ja? Also ich finde es vom Aufnahmewinkel her ziemlich angenehm. Man sieht alles, auch weite Bälle sieht man. Ja? Aber irgendwie stimmt die Qualität nicht richtig, oder? Der Ball, der sieht irgendwie so viereckig aus. Irgendwie komisch, oder? Gut, da kommt er nicht mehr dran, ja. Da kommt er nicht mehr dran. Stark. Stark, diese druckvollen Bälle nach vorne, ja. Also Jugendspieler, die jetzt so, die mit 9 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren Tischtennis lernen. Jetzt mit dem Plastikball und einmal dieses druckvolle Spiel nach vorne, so richtig können, dynamisch nach vorne. Die haben, ja, das ist halt der Riesenvorteil. Die kennen nur dieses Spiel, ja. Die kennen nicht mehr das alte Spiel von früher, wo immer alle sagen, oh, Zelluloid und Rotation und ja, die kennen nur das und darauf bauen die auf. Und das ist eigentlich
Richtig geil zu sehen, wie gut die darauf spielen, ja. Boah, stark. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Ja, dieses offene Spiel, Topspin, Topspin, das können die echt super, ja. Stark. Ich muss auch sagen, das Trikot, was der Eduard da anhat, alter Schwede. Wow, was eine Vorhand. Das T-Shirt, das Trikot, was der da anhat, das feiere ich auch mega, ne? Ist auch eins meiner Lieblingstrikots. Trigos. Das sagt auch so sonst keiner, ne? Trigos. Trikot. Trigos. Boah. Yo! Da hat er aber nochmal ausgepackt, ey. Einmal den Körper kurz links zur Seite und einmal schön mit Bogen parallel das Ding weggezogen. Ja, da hast du ein bisschen recht, ja. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ich meine, der ist ja jetzt auch zweifacher Vater, ne? Und Familienleben, da irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, der ist noch, glaube ich, Titi, dieser Titi Cup, das ist auch noch was von ihm. Dann ist er international, national, bisschen viel unterwegs. Ich glaube auch, dass er es wahrscheinlich demnächst so machen wird. Er ist ja jetzt auch nicht mehr spieltechnisch der Jüngste, ja. Er hat noch immer sein Spielniveau, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass er so lange spielen wird wie Timo Boll zum Beispiel. Und ich glaube auch eher, dass er versuchen wird, wenn das jetzt bei TTC Neu-Ulm. Ich glaube, die machen jetzt die haben ja jetzt die Lizenz für die Champions League. Die werden da Champions League spielen. Und naja, ich glaube, er wird sich sonst nur auf WTT-Turniere konzentrieren, ja. Weil diese Punkte, da kann man das meiste Geld holen. Da, weil wenn du diesen normalen Ligabetrieb hast, mit Champions League, mit Pokal, mit allem, was dazugehört, ja. Da bist du schon so krass eingebunden und überleg mal, du hast noch zwei kleine Kinder zu Hause, ja. Wobei die Älteste ist ja jetzt schon ein bisschen größer, aber da reden wir auch von 5, 6 ungefähr und das ist ja auch noch klein. Ja. Guck mal, wenn du dann Vater bist und du bist dann andauernd unterwegs und ist schon, glaube ich, nicht so ganz easy, das alles unter einen Hut zu kriegen, ja. Das ist genauso wie, er hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal mit seiner Frau, ja, dieses TT Smash City. So, da hat er ja auch da mal Trainingseinheiten gezeigt und dann schon mal Ausschnitte. So, und diese Videos, die sind ja auch, werden ja auch sehr, sehr gut angenommen, ne? Aber lädt er jetzt in letzter Zeit fast gar nichts mehr hoch, ne? Weil, wie das bei den meisten Leuten ist, die das nicht hauptberuflich machen, das nimmt halt auch schon Zeit in Anspruch, ne? Aufnehmen, schneiden, hochladen, ja, Vorbild machen und so. Aber da kann ich zum Beispiel nicht verstehen, dass er dafür nicht zum Beispiel einen einstellt, ja. Das könnte er sich hundertprozentig leisten. Oder würde er halt auch mehr dann Reichweite mit generieren, ja. Die andere Frage ist, ob er das halt noch will. Ja. So. Und da haben wir gerade mal ein bisschen über Dimitri geredet. Und zack, hat der Ionesco sich den fünften Satz geholt. Boah, ey, der spielt da aber auch Bälle.
Ja, so richtig ist mir egal. Ich gebe alles, was ich habe, ja. Super stark. Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen, naja, du musst als Tischtennisspieler, musst du schon einen ganz, ganz, ganz extremen Drive haben, ja. Der zählt noch, ne? Ja. Der zählt noch. Der ist an der Netzkante hochgesprungen und auf seine Seite. Und dann zählt er noch. Boah, stark. Ah, schade, ne? Da hat er den erst so schön gefühlvoll zurückgespielt und da hätte er jetzt mit Druck nach vorne. Stark. Das ist einfach stark, ja. Wahnsinn. Also die ersten zwei Sätze hat er die Aufschläge ja gar nicht gekriegt. Und jetzt gewinnt er das Ding 4-2. Stark, stark, stark. Aber bleibt er auch schön ruhig. Gratuliert ihm. Das Chapeau, ja.